Jo, servus Leute! Und zwar heute kommen wir zu einem Unboxing-Video und zwar von einem Produkt, ja, das ich von Itatech gestellt bekommen habe. Und zwar geht es hier um ein Gaming-Keypad, ja. Was ich sagen muss, was mir sehr gut gefällt. Und da würde ich einfach mal sagen, packen wir das Ding doch einfach mal aus und gucken uns doch das an, ja. Aber was mir hier gleich noch auffällt, wir haben hier die ganze Beschreibung drauf. Und auch in Deutsch und in Englisch, ja, und hier nochmal kurz ein paar Tastenkürzel. Ja, das würde ich sagen, hoppala, gucken wir uns das Ding einfach mal an. Und tatsächlich ist da nichts drin. Also gut, es war halt noch eingepackt, ja. Ich habe das mal kurz vorher schon ausgepackt, um mal zu schauen, ob das auch soweit alles okay ist. Und ja, da haben wir das schöne Ding auch schon. Würde ich einfach mal sagen. Machen wir das hier einfach mal ab, schon mal das Kabel. So, das ist sehr sauber verpackt. Aber was kann ich euch jetzt eigentlich schon mal zu der Tastatur sagen, während ich das hier gerade abknippe? Ja, wir haben hier 35 Tasten, wir haben drei Beleuchtungsmodi, ja, on, off, also quasi an, aus und pulsierend, ja. Ich stehe ja auf das ganze pulsierende, geschmeidige Gelaufe hier, ja. Ich habe das auch bei meiner Maus, bei meiner Tastatur habe ich das hier so drin, dass das hier quasi so pulsiert und so, weil ich finde es relativ angenehm, ja. Dann haben wir ein ergonomischer Design, ja, für die Hand, für das Handaufzulegen, für zum Zocken, was ich sagen muss, was man direkt hier merkt, weil hier können wir schön den Handballen auflegen und dann passt es, ja. Und dann haben wir noch die FN-Tasten, wie man hier sehen kann auf der Beschreibung, für gewisse Effekte, für zum Beispiel laut, leiser, mute, stop, ja, und so verschiedene Sachen, wo manche Tastaturen extra Tasten dafür haben, was aber hier wahrscheinlich jetzt nicht so reinpassen würde, kann man hier quasi darüber steuern, was ich relativ cool finde, weil manchmal man keine Zeit hat, aus dem Spiel rauszugehen oder irgendwas anderes zu tun, dann kann man das hier schön plus, minus, stoppen und so, kann man das regeln, ja. Ich lasse auch gerne mal Musik im Hintergrund laufen, also das passt auf jeden Fall, ja. So. Jetzt stecken wir das Ding erstmal ein, dass wir ein bisschen hier ein bisschen ein paar Effekte haben, ja. Wir müssen ja auch mal sehen, wie das Ding aussieht. Zack, schon erkennt das. Ton hat man gehört, angeschlossen. Also die Farben sehen auf jeden Fall sehr geschmeidig aus. Und ich muss tatsächlich sagen, von der Verarbeitung her und so, gefällt mir das gut, ja. Also das liegt echt gut hier in der Hand. Und wenn ich jetzt hier irgendwas drücke, man hört es vielleicht auch nicht, ja. Also wirklich jetzt besonders laut ist es nicht. Also es ist angenehm, ja. Auch der Druckpunkt hier ist angenehm von der Tastatur, wo ich sagen muss, was gefällt mir sehr gut, ja. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken. So, FN plus Caps und dann sollten wir einen Effekt haben. FN plus Caps. So, tatsächlich. Ja, moin, Alter. Jetzt haben wir das Atmen drin. Das ist cool, ja. Definitiv cool. Also ist auf jeden Fall schon ein mega nices Teil. Es wird auch direkt erkannt. Also ich muss hier keinen Treiber oder sonst irgendwas installieren. Und wie ihr gesehen habt, eben der funktioniert hier ohne Probleme. Übernimmt er auch sofort. Und wir haben hier tatsächlich alles, was man braucht. Ja, Verarbeitung ist auf jeden Fall spitze. Ja, wir haben hier sogar noch ein bisschen eine Beleuchtung mit drin. Wir haben hier auch so Anti-Rutsch-Pads hier unten, dass es nicht wegrutscht, ja, wenn ihr da zockt. Ansonsten ist das hier halt Plastik. Ja, es ist nicht wirklich schwer, es ist angenehm. Also eigentlich alles perfekt, was man braucht. Ja, man sieht hier auch ein bisschen die Beleuchtung und so. Das haben sie schon ganz schnieke gemacht. Das Kabel ist ja auch so schön. Ja, so ein schönes hier ummanteltes. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Teil. So, jetzt kann ich euch sagen, das Ding ist auf jeden Fall überall verfügbar. Und das Geile daran tatsächlich ist, das Ding ist nicht wirklich teuer, ja. Es kostet jetzt aktuell bei Alternate sind es ungefähr knapp zwischen 7 und 8 Euro, ja. Und dazu kommt natürlich noch der Versand und alles, wenn ihr das mit einberechnen müsst, je nachdem, wie ihr bezahlt. Aber ich muss echt sagen, hier für den Preis, ja, wenn ich mir der andere von den Gaming Keypads angucke hier, mit 30, 40, 50, 70 Euro und was weiß ich, ja. Also ich weiß nicht, ob man das dafür ausgeben muss, für so ein Ding, ja. Ich meine, hier so ein Zehner hinzulegen, 10, 15 Euro, 20 Euro, würde ich sagen, für so ein Gaming-Ding ist es okay, ja. Und
das ist jetzt aktuell gerade richtig perfekt, so als Weihnachtsgeschenk und so weiter und so fort oder generell irgendwie. Und deswegen, je nachdem, wenn ihr das Video seht, ja, kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, das Ding wird es auf jeden Fall als Gewinnspiel, also quasi dazugeben zum Gewinnspiel bei PC-Gewinnspiel. Und Intertech wird hier auch noch ein paar davon extra geben für die anderen Plätze, die es dann noch geben wird. Und deswegen, Leute, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, ja. Also Intertech ist auf jeden Fall nice. Ja, die haben sehr coole Produkte, die sind auch im Moment sehr gut dabei, hier auch im Gaming-Bereich mit einzusteigen. Das heißt RGB, alle möglichen Sachen. Ja, nicht nur, weil ich das jetzt gekriegt habe oder sonst irgendwas. Ja, ihr wisst, ich bin ja ehrlich, wenn sowas scheiße ist oder sonst irgendwas, dann sage ich euch das auch. Ja, und wenn mir was irgendwas nicht gefällt oder so. Aber hier kann ich nichts aussetzen. Ja, die Verarbeitung ist gut, die Qualität, das gefällt mir einfach. Ja, hier hätte man vielleicht noch bei dem W, hätte man vielleicht noch so ein Ding hier machen können, bei der Tastatur, beim Schreiben, dass man hier weiß, dass hier W ist. Ja, falls man mal von den Tasten abweicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich hier quasi nötig, weil das hier nur so wenig ist. Ja, wie gesagt, ansonsten, wenn ihr Bock habt, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ja, ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis denn. Ciao. Nein. Thank you.